Bade. Playing Games. Servus und willkommen zurück zum Game Night. Ich bin der Mo. Ich bin der Paul. Er hat einen Kranklehrer gerade geschrieben, oder? Ja. Was hat er geschrieben? Ja, hey, morgen gehst du langsam unter dich. Nee, du bist morgen dran. Achso, ich hätte ja so gelacht, wenn er jetzt bloß so grob mal drüber geschaut hätte und der sich einen Spaß erlaubt hätte, dann geschrieben so, ja, morgen Gesangsunterricht, Punkt, nicht! Nee. Stehst du morgen auf, gehst rein, Alter. The fuck, das nicht. Warum ist da keiner da? Mom! Hallo? Mama, hallo? Die mobben mich! Hallo? Man, bis wir da drauf gekommen sind. Alter, das war so nervig. Vor allem, du hast den Riss in der Scheibe überhaupt nicht gesehen. Nee. Da haben wir ein bisschen gecheatert. Ich hab schon erwähnt, dass wir Little Nightmares spielen, oder? Egal, wenn, steht sie im Titel. Ja, lies halt mal ein bisschen, weißt du? Ab und zu mal was lesen. Oh. Schön. Wow, sehr, wir haben danke. Gestern... Hm? Was heißt wir? Wir waren gestern in Bad Neustadt. Haben The Mo und seine Band Runaway Dead gestern Auftritt gehabt. Mhm. Und ich muss echt sagen, also ich habe gedacht, Augsburg ist tot von der Musik her, so teilweise, von den Fans. Aber das gestern, da waren 15 Leute und es war eine Stimmung wie 13. Von den 15 Leuten, die waren auch noch beim Rauchen die ganze Zeit. Das muss ja. Nein, es waren, bei der ersten Band waren tatsächlich 40 Leute circa da. Und es war ja so geil, in der Pause von der ersten Band, da war ich ja noch draußen beim Rauchen, habe ich dann zwei so etwas ältere, ja, was heißt ältere, ich schätze mal so um die 30, etwas älter vielleicht, so Mettler gesehen, so Lederjacke, so blonde, lange Haare in einem Zopf und dann Lederjacke, so ein Typ und eine Tussi. Ja, klar. Und es waren so diese typischen Moralaposteln, wie man sie hier aus Augsburg kennt. Das waren alles welche, die gesagt haben, oh ja, damals, vor ein paar Jahren, da waren 0815 Bands, da waren 60, 70 Leute da und jetzt haben wir hier 30 vielleicht da und das kann ja gar nicht sein und man muss die Musik schon fördern und so. Und das waren genau diese zwei, die bei euch dann, wo ihr gespielt habt, nicht da waren, die draußen stehen geblieben sind. Ich bin dann, wo ihr wieder aus... Ja klar, die kannten man so nicht, die sollten uns so anschauen. Ja genau, wo ich dann das Zeug... Oh Gott, jetzt kommen sie alle! Wo ich das Zeug dann beim Walter ins Auto reingeladen habe. Ja, dann vorbeigelaufen, weil die da irgendwie gelabert haben und gesagt, und ihr Moralapostel. War die Band gut, oder? Da haben die mich angeschaut mit einem Hass. Ja, wir aber ich dachte so, ja, was soll das für Scheiß? Ich kann das auch wagen, was gegen die zu sagen. Ja, ich meine, was soll das für... Ah, das war gestern. Ja, aber da habe ich mit einer Hector eben auch noch ein Gespräch gehabt und dann habe ich gesagt, es kann nicht immer gut, nur gute Auftritte geben, wo Leute auch wirklich mitmachen. Ja, natürlich nicht. Ja. Und das war halt gestern mal wieder so perfektes Beispiel eigentlich. Ja, aber meistens, so sind es halt. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Weißt du, wie man. Oh, wir müssen wieder was essen. Oh, ist schon wieder soweit. Es ist wieder soweit. Na komm. Na komm. Ich sprint, na, kann nicht mehr sprinten, schade. Oh, da kam Käsekuh. Na, Cheesecake. 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 Jazzcake. Ein bisschen an Jazzcake. Wie oft hat dieses Kind eigentlich Hunger? Ist er wurscht? Busch, ist er wurscht? Hey Busch, ist er wurscht? Aber was passiert? Wow! Es war so krass, Alter. Ach du Scheiße. Man sieht mal, wie verrückt du da eigentlich bist in dem Spiel. Aber wieso hättest du nicht die Wurst essen können? Das weißt du, das... Das stört mir ein bisschen. Vielleicht ist das ja Eigenblutwurst. Ich meine, der Joko hat seine auch nicht gegessen. Ihr hättet sie gegessen? Ich auch. Also, mal davon abziehen, dass ich... Hallo. Nein, ich mag keine Blutwurst. Das ist ja, genau. Problem. Mal davon abziehen, dass ich keine Blutwurst mag. Aber, gut. Ehrlich gesagt, kann ich das da nicht sagen, weil ich habe es noch nie gegessen, aber... Na, ich weiß nicht. Man muss nicht jeden Scheiß essen. Na, richtig. Man muss nicht alles schlucken, was einem in den Goschnei gesteckt wird. Das sagst du mal zu einer Frau.
Ich habe lange über meine Antwort nachgedacht und ich bin zu dem Schluss gekommen. Nein. So. Jetzt mit der Geisha verprügelt. Der Geisha. Der Wohlhabende. Der Wohlhabende. Der Wohlhabende. So. Wo sind wir hier? Nirgends. Mach's gut. So. Hier sind überall Äuglein. Also, wir brauchen einen Schalüssel. Ich würde das gern. Lass mich nicht fahren lassen. Nein! Nein! Du verdammte Hure! Ich muss dir mal den Song zeigen. Das ist so ein schwachsinniges Lied. Was ist das denn für ein... Ich weiß auch nicht mal, wie der heißt, aber ich schätze mal, wenn bei YouTube du verdammte Hure eingibst, ich glaube, da kommt es gleich als Top-Treffer. Gab's da nicht von... Stimmt. Den Gummi durch die Gegend geschossen. Bunten! Diese Geisha. Ich wollte gerade sagen, bügelt sich im Spiegel. Wieso zum Teufel? Wer ist denn? Ah, okay, jetzt weiß ich, okay. Hut! Wow! Red, hüt! Komm runter mit dir! Also, wenn sie das nicht gehört hat, gell? Oh Gott! Haben sie voll gefressen? Ah ja, ich schmeck die ganze Zeit einen cheesy Kuchen. Ach, ich glaube, diese ganzen Bilder, die verhangen sind, das sind irgendwelche Porträts von ihr. Porträts. Und deswegen... Oh, ich weiß noch, wie du da warst bei den ersten Aufnahmen. Das habt ihr leider nicht mitbekommen, aber da hat sich der Mo ganz schön in die Hose geschissen, also bei jeder von diesen Puppen, was da... Das war aber übel, weil ich hab irgendwie gerechnet, dass jede von diesen scheiß Puppen diese Dame ist. Und gleich bewegt sie sich, dann aber immer, also, Alter. Das ist so wie mir eine... Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja, wie eine Schildkröte, die Angst vor Licht und Klaustrophobie hat. Das war, wo es bei Family Guy. Ja, Mann. Kopf rein. Wieder Kopf raus. Die zwei Rednecks kommen. He's getting inside, he's getting outside. America. Ja, Mann, ey. Oh, ist das gut. Das hab ich ganz ver... No! Oh Gott, das hatte ich ganz vergessen. Du hast eine leuchtende Teekanne. Mhm. That's how I... Kann ich da hoch? Nein, wo geht's denn hier? Da entlang. Kann ich einfach nur runter. Okay. Diese... Wehe, die kommt jetzt wieder. Weil... Ich weiß mittlerweile, was passiert, aber es macht mir immer noch Angst. Da hinten steht sie doch. Warum sind wir eigentlich gerade so behindert? Kannst du das erklären? Ich glaube, wir sind einfach nur glücklich von diesen verdammten Käsekuchen, den wir gerade gegessen haben. Ich glaube, wir müssen uns vor jeder Aufnahmesession so einen Cheesy-Kuchen. Cheesy-Cake. Der einzige Enttäuschende war, dass da dann statt mit Erdbeersoße und keine Erdbeersoße dabei war. Es war keine verdammte Erdbeersoße dabei. Ich bin ein bisschen enttäuscht. So. Wo ist er denn? Komm. Was machst du da eigentlich? Ich suche einen gewissen Gegenstand. Und zwar? Ach so, ich weiß was. Aber ich weiß, geh mal davor einfach, geradeaus. Ja, da war ich. Oder du da. Genau. Da rechts. Ah. Jetzt musst du das Brettle wegziehen. Gut. Will mit seiner Pudel Leschen Bredel Brot ins Rudel grätschen, sowas. Aber oh, was war das nochmal? Das war Willi Astor. Ach so. Mit
Dede Bulle Witch. Pudel, ne? Pudel E plus. Ah, da ist die Bitch, da ist die Bitch. Ja, es geht. Pudel, bell das Reh nicht an, denn du bist kein Rebell. Rehe haben Rehbox an, darum sind sie auch so schnell. Okay, wo? Schau rein, Bitch! Aua. Steh auf! Steh auf! Wenn ihr mal eine richtig gute Band anhören wollt, oder ihr auch, oder Bordisch, versteht's? Bordisch. Also Django 3000 an. Das ist eine geile Band. Ja, komm. Die habe ich live gesehen. Die Schlampe, ja. Und das Geile, die haben eine Akustikgitarre, ein kleines Schlagzeug. Und der männlichste von allen drei. So längere Haare. Mhm. Der schaut aus wie der fast laut, wie der einer der Mechaniker. So langer Bart, weißt du, kurz geschorene Haare, aber so Rockabilly-Style. Der spielt Geige. Okay. Und es hört sich so geil an. Muss ich mal nachher zeigen in der Pause. Bitch, jetzt verreck. Ja. Und das ist fette Band, die habe ich damals live gesehen. Mhm. Im Spektrum. Da habe ich, glaube ich, 25 Euro oder sowas habe ich damals für die Karte gezahlt, aber es war mir egal. Es war okay. So eine geile Show. Super cool. Hat echt Spaß gemacht. Also der Bandname, sagt mir was. Ich glaube, gehört habe ich von denen noch nichts. Und was auch geil war, damals auf Schloss Scherneck, Labras Banda. Oh ja, die sind wirklich gut, ja. Ja. Jetzt verreck, Bitch. Die Fotze Angst vor ihrem eigenen Spiegelbild. Schieß nicht. Schieß nicht, aber selten zum Glück. Gott. Ja, steh halt auf! Nimm den Spiegel. Wo ist da? Da ist der. Komm, jetzt bist du dran. Ja! Oh, es ist schon wieder soweit. Jetzt ist sie dran, Mann. Jetzt ist sie dran. Jetzt breche ich das Knick. Oh Gott. Jetzt breche ich das Knick, Bitch. Bitch, jetzt bist du... You dumb cunt. Oh, das ist so ätzend, Mann. Oh ja. Das ist so ätzend. Boah. Diese Mama ist einfach so ein kleines Scheißkind im Regenmantel und einer Teekanne auf dem Kopf und dann... beißt sie dir voll in den Nacken. Alter. Oh ja. Das Beste kommt jetzt noch. Oh. Na? Ihr auch hier? Gurr, gurr. Brrr. Brr, pa. When I'm on a public toilet and try to shit quietly. Brr! Pa 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 pa! Kaka pa pa pa! Brr! Brr! Hua! Hua! Das ist so geil, das Video. Alter, jetzt kommt's. Die Musik dazu auch noch. Ja. Lasst es auf euch wirken. Da wäre eine schöne Fortsetzung, wäre halt da geil. Alter. Da, das sind keine Masken. Ja, die nicht, aber die Köche. Du bist ein Koch. Mhm. Alter. La 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 la
la la la la la la. Genau, das ist, glaube ich, irgendwie ein Restaurant oder sowas. La 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 la. Father. Irgendwie sowas, ja. Und die verfüttern Kinder. Ja, ne, die verarbeiten Kinder. Also entweder, ja. Ich weiß bloß nicht, ob Kinder, die einfach verschwunden. Also Alter, das Bild allein ist fett, Mann. Wie der Schatten langsam kommt. Ja. Fick dich, ist das gut gemacht, dieses Spiel. Gott sei Dank hört man sowas nicht. Glaubst du? Ach, ich weiß es. Dir ist schon klar, dass ich die Lautstärke sauber hochziehen kann. Alter, ein mega gutes Spiel. Ja. Und ich, also, klar, ich habe meine Probleme immer mit der Tiefe. Ja. Ich sehe nie, wo ich bin. Ich habe meine Probleme so ein bisschen mit der Wahrnehmung. Ja, in dem Spiel schon. Aber es war ein cooles Spiel. Ja, vom Design her mega fett. Also vom. Ja. Oh, bin unglaublich beeindruckt. Was mir aber auffällt, so im Allgemeinen gerade momentan. Oder was heißt jetzt momentan? Jetzt in den letzten zwei Jahren ungefähr, dass die Steuerung der Spiele, die rauskommen, egal wie gut sie sind, irgendwie scheiße sind, irgendwie ein bisschen anstrengend. Ja, die reagieren immer so versetzt. Versetzt, ja, das war wie gesagt bei The Last Guardian. Wo ich mich so beschwert habe. Das war halt einfach, das geht gar nicht. Es kann nicht sein, dass du eine verdammte Scheißsekunde Verzögerung hast. Ja. Ich meine, es ist verständlich, wenn du eine kleine Verzögerung. Aha, danke. Verdammt. Das funktioniert nicht. Du musst das Mikro festschrauben. Ja. Und dann löscht das Ding. Und dann ziehst es runter. Das ist ein bisschen kacke mit diesem Scheißstativ. Genau, jetzt hat. Ja, ja. Es kann nicht sein, dass ich wirklich. Und na klar, wenn sie sagen, eine Sekunde oder lang. Aber wenn du irgendwie auf irgendwas schnell reagieren musst, ist eine Sekunde eine verdammt lange Zeit, Mann. Ja, ja, so Pro-Gamer und so weiter, die beschweren sich ja, wenn sie Wireless spielen, dass, dass du da immer eine Verzögerung hast. Ist klar, du hast eine gewisse Verzögerung, weil Wireless. Über Kabel ist die um einiges, also so im Vergleich, ist um einiges geringer, aber ist auch eine da. Aber bei solchen Spielen, jetzt heißt The Last Guardian, jetzt das hier zum Beispiel, mit einer Losrennen und so weiter, dass du halt da auch eine gewisse Zeit trotzdem hast, auch wenn es bloß eine halbe Sekunde ist, ist eine halbe Sekunde und die reicht halt in kritischen Situationen. Ja, das war ja bei Outlast, war das ja teilweise genauso kack. Ah. Das Einzige, was du da richtig schnell konntest, ist dich ducken. Und das ist in den falschesten Moment. Ja, ich glaube, Outlast, da hat man auch den Arsch-Controller. Ja, stimmt, und der Arsch-Controller. Der manchmal funktioniert er, aber da steht jetzt unten Arsch drauf, der ist gekennzeichnet. Ich kann dir mal ein Foto zeigen, und zwar bling, jetzt. Dann habe ich unten Arsch drauf geschrieben, damit man noch weiß, das ist ein Arsch, dieser Controller. Und ich glaube immer noch, dass Les Garden den Controller kaputt gemacht hat. Ja. Weil man immer alle Tasten gleichzeitig drücken muss, wenn man anfangen will. Ja, das ist natürlich Schwachsinn. Und dann denke ich mir, Leute, es kann nicht sein, dass ihr meinen fucking Controller kaputt gemacht habt. Also wenn ihr das hört, ihr Entwickler von Last Guardian. Sei es auch in 5 Jahren, ihr schuldet mir einen verdammten Controller. Ein PS4-Controller. Egal, auch wenn es in 10 Jahren ist und ich habe die PlayStation 20, krieg ich einen PS4-Controller von euch, verdammt nochmal. Nein, in 10 Jahren kommt die PS4 Pro Plus raus. In 10 Jahren. Aber fand ich scheiße. Dass die gut, es kann auch sein, dass der Controller einfach allgemein scheiße verarbeitet war. Das kann natürlich auch sein, weil das ja roter war. Oder? Nee, das war ein schwarzer. In Rot, ja, kann auch sein, dass das der erste war und der halt. Na, ich hab's mir mit 2 Controllern gekauft, die PS4. Achso. Und. Ja, einer von beiden ist Amage. Bald braucht man nochmal einen Controller, einen neuen, damit man auch mal zu dritt im Heck wieder zocken können, ohne dass jemand den Arsch-Controller nehmen muss. Ja. Was hättest du denn gern für eine Farbe? Oder einer von uns, der immer einen Controller mitbringen muss. Ja, was hättest du denn gern für eine Farbe? Es gibt jetzt eine Auswahl weiß, blau, okay. Wir hätten noch Camouflage. Na. Das ist zu krass. Ja, das sehe ich dann nicht. So, nee, Mann, so sind wir einfach drauf. So wird das verdammte Controller. Nee, aber so zum Spiel. An sich eine geile Story. Ich bin auf die DLCs gespannt.
Können wir mal irgendwann zocken, ne? Ja, irgendwann mal. Jetzt erstmal haben wir ja noch andere Projekte. Jo! Ja, wir sowieso Halloween jetzt steht bald vor der Tür. Oh ja, das wird witzig. Mhm. Müssen wir jetzt dann bald mal aufnehmen. Ja, auf jeden Fall. Ja, da habe ich schon mit dem Hector geredet, da haben wir gesagt, wir machen mal einen Tag, wo wir alle frei haben. Einen Sonntag. Ja. Und dann einen Tag durch. Oh, ich sag, ich will es dann bald 2 Wochen Urlaub, dann können wir uns auch mal irgendeinen Scheißtag aussuchen. Ja klar, machen wir. Und dann. Ja. Will ich wieder mit uns aufnehmen? Haben wir es jetzt dann langsam mal? Weil ganz zum Schluss kommt nämlich noch was Schönes. Das sind wie die After-Credit-Credits bei den Marvel-Filmen. Ja, genau. Haben die bei DC haben die sowas nicht, ne? Doch. Echt, oder? Haben sie, ja. Selbst bei Batman. Ja, ich habe Suicide Squad angeschaut und da haben sie am Schluss. Okay. Da ging es dann um Aquaman zum Beispiel. Ah, wenn stimmt, da kommt jetzt dann bald die Justice League. Hast du eigentlich Wonder Woman gesehen? Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht angeschaut. Ich weiß nicht. Ich habe mir Batman wie Superman angeschaut. Ich hasse Frauen, die stark sind. Nein. Nee, ich bin ja von der Schauspielerin nicht so überzeugt. Das ist mein Problem. Ja. Ich habe Batman wie Superman angeschaut. Ich fand Ben Affleck als Batman fand ich cool. Hat mir echt gut stimmt, gefallen. Die haben sich ja so das Maul drüber zerrissen. Ja, genau. Aber ich fand ihn gut. Weil er einfach diesen Batman zeigt. Diesen verzweifelt, diesen Kämpfer. Wo halt wirklich einfach auf Rache aus ist. Diesen verzweifelten Batman. Das geht doch nicht. Ja, genau. Nein. Das bleibt alle dumm wie F. Ob du gefällt und nicht. Ja, genau. Nee, da hat man halt ganz gut rübergebracht. Ich fand ihn halt einfach von der Storyline fand ihn cool. Der Superman hat mich auch diesmal doch relativ eigentlich überzeugt. Er hat halt diesmal die Arschlochrolle. Sag mal so, wie es ist. Ich muss aber sagen, Man of Steel habe ich nach einer halben Stunde ausgemacht, weil er mich einfach. Er hat, wie sagt man so schön, er hat mich nicht abgeholt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist irgendwie, denke ich mir so, okay, ist ganz cool, ist aber irgendwie. Nee, der hat. Das ist wunderschön, das ist der beste Satz, den man dazu sagen kann, der hat mir einfach nicht abgeholt. Und mein Bruder hat den so hoch gelobt und eigentlich immer, wenn mein Bruder sagt, Mo, schaut unbedingt den Film an, der ist fett, dann stimmt es auch. Aber der dachte mir so, ich kann mir den nicht anschauen. Ich fand den Anfang fand ich richtig geil. Der, wie er halt zum Superman so geworden ist. Aber dann nur, wo es losgegangen ist mit diesem Planet Krypton und so weiter, dann fand ich es einfach nur beschissen. Aber Lois Lane fand Planet ich geil. Der Affen, hab ich gedacht, komm, nein, aber Lois Lane fand ich heiß. Die war fett. Lord is Lane. Aha. Look ins Land. Die war hot. Hot Salami. Spicy. Spicy. Nee, aber so, Man of Steel, nee. Ja, ging schon besser als der eine Superman. Die neue Verfilmung. Stimmt, wo sie. Mit Kevin Spacey. Ja, stimmt, wo sie sein. Vom Superman das Gemächt digital verkleinern mussten, weil es zu groß war. Ja, genau. Das Geilste bei Man of Steel, das habe ich letztens erst gelesen, ich habe mich kaputt gelacht, der Schauspieler, der hat zeitgleich in einem anderen Film gearbeitet. Mhm. Also sprich, musst du dir vorstellen, auf dem Set stand ein Superman in Vollmontur mit Schnauzer dran. Die haben den Schnauzer bei Justice League war es genau. Jetzt, oder? Bei Justice League, ja. Da haben sie digital den Schnauzer rausgearbeitet. Oh Gott. Ich hab mich so kaputt geladen, weil ich das gelesen habe. Aber sie schon nicht, erkennst du halt tatsächlich nicht. Aber trotzdem, ich fand die. Einfach, dass das so war, fand ich einfach so witzig. Gibt's da Bilder? Ja. Superman mit Schnauzbart, finde ich geil. Würde ich wirklich gern sehen. El Supermano. El Supermano. It's a mio. Supermano. So. Da sind wir. Oha. Kann ich eigentlich noch laufen? Nee, hier kann ich gar nichts machen. Und das war's. Jetzt. Danke fürs Spielen. Voll gern. Danke für dieses Spiel. Und euch danke fürs Zuschauen. Ja. Hatte lang genug gedauert, die letzten 2 Folgen. Ja. Bis die kamen. Ja. Und. Ja. Und jetzt stehen wir da und verhungern. Richtig. Also, jetzt denkst alle, du nicht alle so, 10 Minuten ich hab Hunger. I have the power. Steht dran so. Fuck, wie komme ich jetzt runter? Also, Mist. Ich war der Mo. Ich war der Paul. Und mach's gut. Vierte. Servus. So
haben wir schon viel Scheiß zusammengelaufen. Ja, warum auch nicht? Ja, ja. Jetzt haben wir lang kurz gelassen. Ein einsamer Furz auf dem Meer.